Freunde! Und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute eine kleine Schneewanderung mit meiner Oma. Wie ihr seht, sind wir hier unterwegs. Oma, sagst du kurz Hallo? Wild. Ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Beziehungsweise allgemein die Woche ein bisschen mit. Erste Januarwoche. Ich habe Urlaub. Nichts Krasses, aber Hauptsache etwas Content. Und ja, dann viel Spaß mit dem Vlog. Peace. Also Freunde, ihr seht, wir machen hier keine halben Sachen mehr. Hier haben wir zwei Pakete fürs Setup, für die Videos von zu Hause. Hier die drei Pakete sind vom LPU, das ihr am Sonntag gesehen habt. Wir haben hier einmal Vans-Karton, Snox-Karton, Wessel-Karton. Tag 2 des Vlogs, Leute. Heute Shooting für Sonntag. Das heißt, das Video kommt am Mittwoch. Bilder habt ihr dann am Sonntag schon gesehen. Ganz entspannt. Wir sind gerade hier mitten im Wald, wie man unschwer erkennen kann. Füße sind nass, kalt, aber was tut man nicht alles für ein Bild? Ja. Ich zeige euch hier ein paar Impressionen direkt aus dem verschneiten Wald. Also Freunde, Tag 3, wie man unschwer erkennen kann, hat der Schwarzwald mal wieder zugeschlagen und hier ist alles zugeschneit. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit über den Tag. Heute ist Dienstag, morgen kommt der Vlog online. Genau, ich gehe jetzt einkaufen, erstmal Essen kaufen, weil nichts mehr zu Hause ist. Und ja, nachher muss ich noch kurz zur Arbeit, nehme euch ein bisschen mit. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem weiteren Vlog und wir sehen uns später. Freunde der entspannten Unterhaltung, ich melde mich kurz aus dem Auto mit den Live-Nachrichten aus dem Schwarzwald. Sie sagen zu mir immer, Mario, es ist schön im Schwarzwald zu leben. Nein, es ist nicht schön im Schwarzwald zu leben. Warum? Ganz einfach. Man fährt zur Arbeit. Man fährt nicht in der 50er-Zone 40, geht ja mal. Nein, man fährt in der 50er-Zone auch mal ganz entspannt 24 km/h. 24. Und als ob das nicht genug ist, nee, man fährt. Da kommt eine 80er-Zone. Schön frei auf der Ebene, nicht mal berghoch, bergunter. Würde ich ja verstehen dann. Man fährt 30 in der 80er. Und wir sind nicht Bones MC, fahren dicken Mercedes und fahren deswegen 30 in der 80er. Nee. Wir sind im Schwarzwald. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Heute ist erstmal, wo ihr mich ein bisschen aufgeregt seht oder ein bisschen in Wallung, nenne ich es mal. Was soll ich jetzt sagen, Leute? Freunde, wir sind angekommen.
Ich habe jetzt genau für die Fahrt, für die ich normalerweise 45 Minuten brauche, 2 Stunden exakt gebraucht. Grüße gehen raus an den Schwarzwald. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ihr seht, Schnee ist auf jeden Fall am Start. Guten Tag. Von dem her, ich nehme euch weiterhin mit. Ich bin auf 180. Und genau, einen Unfall gab es heute schon. Doch ganz entspannt. Und dann viel Spaß mit dem weiteren Vlog. So, Freunde, wahrscheinlich Versuch Nummer 5, die Scheiße hier aufzunehmen. Was soll ich euch sagen? Kleines Outro zum Ende des Vlogs. Ich hoffe, euch hat die Reise ein bisschen gefallen, die 3 Tage, wo ich euch mitgenommen habe. Es passiert nichts Spektakuläres, Corona-Zeit, Pandemie, Lockdown, was soll ich euch sagen? Hab versucht, ein bisschen Content zu bringen. Ihr habt es halt gesehen, hier eskaliert es, ihr seht es hier am Schnee. Es eskaliert komplett im Schwarzwald. Ich bin heute gefühlt den ganzen Tag im Auto unterwegs gewesen, habe 2 Unfälle gesehen. Zum Glück in keinen selbst verwickelt. Straßen sind nicht geräumt. Ich sehe hier den Schneepflug, der macht hier den ganzen Berg frei, aber nicht die Straßen. Ich weiß nicht, für was die Leute bezahlt werden, aber no front. Und ja, in dem Sinne, Leute, hoffe ich, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Diesmal ein bisschen mehr Content wie nur Zugfahren. Grüße geht raus an meine Schöpöps, Sandro und Felix. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns Sonntag. Neues Video. Seid auf jeden Fall gespannt. Wird auf jeden Fall stabil. Vielen Dank auf jeden Fall für die positive Resonanz auf die letzten Videos. Und ja. Dann würde ich sagen, habe ich sonst nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns Sonntag. Heute ist noch ein Bild online gekommen, könnt ihr gerne abchecken. Instagram ist unten. Checkt mein Bruder Luca ab, ist Instagram auch unten verlinkt. Genau, zeigt mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben, wenn ihr das Video gefeiert habt. Bleibt stabil, ich bin raus und Peace. So, noch als kleiner Abschluss für die Leute, die sich fragen, warum ich hier auf dem Balkon im Schnee bei minus 2 Grad oder so sitze, auf meinen Sommerstühlen. Kamera steht auf einem Sommerstuhl. Ich frag mich nicht. Ich dachte, es ist cool, so als Outro, dass ich hier so chillig-millig bisschen sitze. Kein Plan. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr es fandet. Auf ganz entspannt. Und ja, wichtig auf jeden Fall noch als Info zu meinem Kanal. Wahrscheinlich. Fast hätte ich es vergessen. Ich schaue immer, dass ich mittwochs einen Vlog hochlade. Und Sonntag kommt immer das richtige Video, sage ich mal, wo wirklich Fashion-Content kommt. Und ja, mittwochs oder Freitag kommt meistens ein Vlog, wo ich euch einfach ein bisschen mitnehme und ein bisschen was von meinem Leben zeige. Versuche euch ein bisschen zu unterhalten, zu entertainen, man munkelt. Und ja, dass ihr da ein bisschen Bescheid wisst. Sonntag 12 Uhr. Ich schaffe es nicht immer ganz pünktlich, aber wir versuchen es. Kommt auch immer ein Bild auf Instagram online, könnt ihr immer gern abchecken. Und Mittwoch auch, wenn es mir zeitlich reicht. Jetzt, da ich gerade beurlaubt bin, sage ich mal, versuche ich auf jeden Fall 2-mal die Woche ein Bild zu droppen, genauso wie 2-mal die Woche ein Video zu droppen. In dem Sinne habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Falls nicht, sage ich es am Sonntag. Bleibt auf jeden Fall stabil. Lasst euch von dem Schnee nicht unterkriegen. Fahrt nicht irgendwo rein mit euren Autos. Bleibt auf jeden Fall stabil. Wir sehen uns am Sonntag. In dem Sinne bin ich raus. Peace.